Du hast dir alle Zeit dafür und Kraft für den Kampf gegen den Krebs genommen. Und komm, wir machen es auch heute gar nicht so. Wir gehen da jetzt gut durch zusammen. Wie geht's dir heute? Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Die Medikamente hinterlassen natürlich ihre Spuren, was man so auf den ersten Blick nicht sieht. Aber ich lebe und ich genieße jeden Tag, als ob es der letzte wäre, weil ich einfach froh bin, dass der liebe Gott mir eine zweite Chance gegeben hat. Können wir mal kurz den Platz tauschen? Ja, komm, ich will mal jetzt ganz, ganz nah bei Nicole sein. Du kriegst jetzt das beste Licht. Wenn du vielleicht meinen Lipgloss nicht benutzen könntest, der hinter dir liegt. Komm, ich finde, bei dem Thema sollten wir jetzt einfach nebeneinander sitzen. Außerdem finde ich, sollten wir heute jetzt erstmal direkt feuern, Platz 17. Ihr seid eingestiegen auf Platz 17 in den Charts. Das ist jetzt wirklich ja. mal was richtig, richtig, richtig Tolles mit deiner Musik. Alle sind ganz stolz darauf. Weil es ist wirklich unter besonderen Umständen, wie ihr das jetzt hier alles gemacht habt. Ja, das war eine Herzensangelegenheit von mir. Ich war natürlich, ich meine, Corona hat uns ja alle irgendwo runtergezogen, uns irgendwo auch ein bisschen eingesperrt. Aber wenn du dann noch so eine Diagnose bekommst, bist du verdammt, wirklich ein Jahr und 4 Monate in Isolation zu verbringen. Also ich war praktisch 16 Monate im Gefängnis. Ich hatte keinen Kontakt zur Außenwelt. Mich durfte niemand besuchen wegen Infektionsgefahr. Dein Immunsystem ist auf Null. Das heißt, die kleinste Infektion wäre für eine Chemopatientin nicht von Vorteil gewesen. Und deshalb musste ich auch warten auf Operationen, weil die Intensivstation vollgelegen hat mit Corona-Patienten. Und da wollte mich mein Arzt nicht dazulegen. Das Risiko war zu groß. Und wir haben es dann irgendwie doch hingekriegt. Aber wie gesagt, mein einziger Ausflug war ins Auto, in der Garage einsteigen und im Krankenhaus aussteigen. Und ich hatte tolle Ärzte, eine tolle Familie, eine Handvoll guter Freunde, die davon wussten und nichts verraten haben. Ja, das klappt, ne? Ist aber das eigentlich eine tolle Erfahrung. Und Winfried, ich meine, du warst ja wirklich auch bei den Operationen und du warst allein im Krankenhaus. Und danach habe ich Winfried in den Arm genommen und haben wir erstmal gleich weitergeheult, auch dein Mann. Das ist natürlich auch für alle, für die Familienangehörigen, ist das halt auch wirklich einfach eine ganz harte Zeit. Nee, komm, aber ihr habt es geschafft. Wir haben es geschafft und ich stehe am Gipfelkreuz. Und ja, genau. Das ist nämlich das schöne Bild. Ja. Ich musste diese Reise ja antreten. Ich hatte ja keine Wahl. Eine Alternative gab es nicht. Ich musste durch dieses Tal durch und ich wollte auch, dass erst niemand was mitbekommt, weil Mitleid wollte ich keins. Mhm. Und dass wir das geschafft haben, über ein Jahr, dass nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist, grenzte an ein Wunder. Niemand hat mich verraten. Das ganze Dorf hat geschwiegen, als ob sie mich beschützen wollten. Ein Schutzwall um mich, von wegen, nein, die Paparazzis kriegen unsere Nicole nicht. Und keiner schießt das erste Foto mit ohne Haare. Und wie sieht sie aus? Und da bin ich so dankbar und so stolz, dass ich die Zeit für mich hatte, um wirklich dieses Tal durchzuschreiten und am Ende wirklich am Gipfel zu stehen und den Ausblick ins Weite von mir genieße und mir auf die Schulter klopfe und sage, hey Mädel, du hast es echt geschafft. Und aber wie wichtig das wirklich ist, dass man einfach auch in Ruhe gelassen wird. Wirklich, deshalb, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, von Herzen bitte einfach erstmal alle gesund werden lassen und dann berichten. Das ist eine Frage der Ehre und das freut mich sehr, dass das so gelaufen ist. Und ich meine, du hast auch wirklich damals mit 14, du hattest den richtigen Riecher für den richtigen Mann. Ja. Das hat ja keiner damals geglaubt, dass ihr wirklich die Ehe fürs Leben hält, ja? Und das ist halt der Mann an deiner Seite fast eine gute Zeit. Also einige Jahre, sagen wir mal so. Ja, seit 78 kennen wir uns. Wir sind zusammen und verheiratet seit 38 Jahren. Oh ja. Wow. Ja. Und das in dieser Branche. Und das in dieser Branche. Genau. Und das in dieser Branche. Ja, genau, das ist ja das Irre. Und das Schärfste ist, also Nicole hat ein ganz
ich glaube, du hast einen ganz guten Draht nach da oben. Ja. Und sie hat sich aber, ob dieses Glücks, ihr habt zwei Töchter, ihr habt zwei Enkeltöchter und du hast auch immer gesagt, ich weiß mein Glück zu schätzen und ich gehe gut damit um, aber ich gehe trotzdem vorsichtshalber noch mal zu schnell zum Papst und lass uns mal hier so ein paar Sachen und mich und meinen Mann segnen. Man weiß ja nie. Und dann seid ihr da, du bist wirklich zum Papst. Ja. Welcher war das nochmal? Das war unser deutscher Papst. Ach, okay. Papst Benedikt. Benedikt. Das heißt, du und dein Mann wart ihr dann da und du hast Sachen mitgenommen, die du hast segnen lassen wollen. Ja. Und wie war das, als du dann vor ihm gestanden hast? Also als wir wussten, dass wir Großeltern werden, habe ich gesagt, okay, jetzt muss irgendwie eine höhere Macht, die unsere Kinder schützt, die unser erstes Enkelkind schützt. Und dann sind wir nach Rom und ich hatte einen guten Draht zu einem Pater, der hat uns das ermöglicht. Pater Bruno, falls du uns jetzt zuhörst oder zuschaust, vielen, vielen Dank. Das war wirklich eines der tollsten Erlebnisse in meinem Leben. Also wir sind hingeflogen und kurz vor der Audienz bin ich noch schnell in den Souvenirladen gegangen, habe einen silbernen Schutzengel gekauft für unsere erstgeborene Enkeltochter. Ja, und dann stand ich irgendwann vor ihm. Mein Mann hat gesagt, ich sag kein Wort, ich sag kein Wort. Sag ich, nein, das übernehme ich. Und dann habe ich alles zusammengekratzt, dieses Kreuz, was ich hier trage, das habe ich schon fast 20 Jahre. Ist das die von Ralf Siegel? Ja, ja. Guck. Und das habe ich seitdem um. Und ich habe einen Wolfszahn als Glücksbringer, der alles Unheil aus der Mongolei, alles Unheil von der weghalten soll. Und Ehering, was hatte ich noch? Also Ehering, Wolfszahn, Kette. So. So. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, ob er das denn segnen könnte. Und dann sagt er, selbstverständlich. Und dann hat er das gemacht und dann guckte ich ihn so an und habe gesagt, und wenn es geht, mich auch noch. Und dann hat er das auch gemacht. Und seitdem trage ich diese Bilder immer mit mir. Warte mal, und deinen Mann hast du auch noch schnell. Mensch, wenn wir ja, schon mal da sind. Den haben wir auch noch, ja, genau. Ja. Der konnte dann auch noch. Aber das Schärfste war ja, dass der dich erkannt hat. Beziehungsweise, ja. Meinst du, er wusste, wer du bist? Ja, es gibt doch seinen Adjutant, der Herr Genswein, genau. Der hat schon vorher gegrinst und so. Und er kriegt immer was eingeflüstert. Also wer jetzt gerade als Nächster dann kommt, kriegt er eingeflüstert. Aber er hat direkt genickt und er hat dann gesagt, das ist die Nicole. Sagt er, ja, ich weiß das. Da habe ich gesagt, ja. Ich bin auch schon sehr lange mit meinem Mann verheiratet und über ein bisschen Frieden gesprochen. Und als ich gesagt habe, ich bin so lange mit meinem Mann verheiratet, sagte er zu mir, das ist eine Leistung. Ja, der will er muss ja wissen. Aber kannst du, ich weiß, dass du in deinem Portemonnaie immer ein Foto von dieser Begegnung, von dieser Audienz dabei hast. Und ich habe dich gebeten, hast du es wirklich mitgebracht? Warte. Weil das ist das, wo Winfried auch sagt, ja, das zeigt die auch immer gerne Passagieren im Flugzeug, wenn es ein bisschen schuckelt und die ein bisschen Sorge haben, dass das was schief geht. Das war eine Story, ich mache es ganz kurz, aber das muss ich erzählen. Wir waren im Flieger und plötzlich steigen zwei junge Frauen ein. Und eine völlig aufgelöst, panisch, Flugangst. Und die Stewardess war wirklich schon kurz davor zu sagen, die nehmen wir nicht mit. Und ich kriegte das mit und die sitzt genau neben mir, da war der Gang und sie sitzt genau gegenüber von dem Gang. Und ich habe mich dann so rübergebeugt und habe gesagt, Fräulein, Sie brauchen keine Angst zu haben. Warum? Wieso? Sag ich, nee, schauen Sie mal, der Papst fliegt mit. Da hat die gelacht, hat gesagt, nein, das kann nicht sein. Sag ich, doch. Habe ich dann auch mein Portemonnaie aufgemacht. Ach, so klein, na gut, dass ich die Brille auf habe. Jetzt muss ja ins Portemonnaie reinpassen. Ach Gott, wo halte ich das denn hin? Zur Kamera 3, wo ist denn jetzt die Kamera? Ach, hier, da, guck mal. Guck mal hier, da sind wir auch noch. Da seid ihr auch noch. So, du. Und dann sagte ich, hab keine Angst, guck mal, ich habe mir das Bild gezeigt, das hat er gesegnet, der Papst fliegt mit. Es passiert dir nichts. So, jetzt müssen wir mal dazu sagen, du bist auch rausgegangen und hast gesagt, lieber Herrgott, jetzt haben wir eine Versicherung, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Ich bin rausgegangen und gesagt, Herrgott, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Jetzt ist aber was passiert, wie gehst du denn jetzt damit um? Wie ist denn dein Kontakt zu da oben jetzt? Der ist noch intensiver geworden. Also, ich bin keine notorische Kirchengängerin, ich gehe in die Kirche, wenn keiner drin ist. Also wenn man abends jemanden bei Dunkelheit reinhuschen sieht, dann bin ich das. Und ich bin dann alleine mit dem lieben Gott und halte Zwiesprache. Und das mache ich meistens vor größeren Reisen. Und dann geht's mir besser. Und ich habe immer daran geglaubt. Ich meine, Glauben heißt ja nicht wissen, aber du musst irgendwas haben, an was du glauben kannst. Sonst wirst du verrückt im Kopf. Und ich habe immer gesagt, also wenn mir was passiert, es ist wie eine kleine Versicherung, der ist ja bei mir und der passt auf mich auf. Es kann, wenn dir was Schlimmes widerfährt, dann wird es trotzdem am Ende gut ausgehen. Und dieser Glaube, der hat mich durch diese ganze Durststrecke gebracht
und hat ja eine Stärke in mir rausgekramt, wo du gar nicht weißt, dass du sie hast. Dieses und aber auch natürlich die Liebe zu Winfried. Und auf dem Album, auf deinem jetzigen Album, hast du ihm auch ein Lied gewidmet, kann man das sagen? Seelenpiloten, ist das ein Lied über, für, mit ihm? Ja, ich meine, der Titelsong, Ich bin zurück, ist ja Programm. Das ist ja ein Statement, weil ich einfach zurück ich wollte. Ich bin wieder hier. Ja, ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Und ein Titel ist drauf, der heißt Seelenpiloten. Das wird wahrscheinlich auch die nächste Single werden. Du kennst das Gefühl, wenn du jemandem begegnest, einem Fremden, und du denkst direkt, das geht gar nicht. Also da, wir werden nie warm, ne? Und dann gibt es Menschen, denen du begegnest zum ersten Mal und bist so vertraut und du bist sofort, ja, wie ein Herz und eine Seele, also wie seelenverwandt. Mhm. Und du weißt genau, wow, das kann eine Freundschaft fürs Leben werden, da grätscht keiner dazwischen. Und solche Begegnungen, die gibt es, und dieses Lied handelt einfach davon. Kann es sein, dass wir uns zwei begegnen und schon ewig kennen? Unglaublich. Wer Nicole zu Hause besucht, braucht nicht fragen, was sie beruflich macht, aber ich glaube 100% der Deutschen kennen Nicole und wissen ein bisschen Frieden. 1982, Grand Prix müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber wer zu dir nach Hause kommt, kommt automatisch schon am Grand Prix-Kleid vorbei. Mhm. Das habe ich überhaupt nicht gewusst, obwohl ich dich jetzt auch schon so lange kenne. Da ist eine Schaufensterpuppe. Ja, ich wollte dieses Kleid nicht einmutten. Ich wollte mich immer daran erfreuen, an diesen einzigartigen Abend. Und ich bin nicht der Typ, der irgendwie so Sachen irgendwo auf dem Boden schafft, irgendwo da in Kisten vermottet. Nein, ich möchte diese Momente am Leben erhalten. Und da dachte ich mir, ja, besorgst du eine Schaufensterpuppe, ziehst der Puppe das Kleid an, stellst die Schuhe dazu, weil deren Füße waren zu groß. Und die Schaufensterpuppe steht jetzt bei mir, die hat dieses Kleid an und die passenden Schuhe dazu. Guck mal, da hat ja dein Opa, der dich ja damals schon auf den Tisch gestellt hat, als Kind gesagt hat, sing mal. Ja. Der hatte echt den absolut richtigen Riecher mit seiner Nicole schon damals. Weil das war ja damit geboren und du wusstest, ich werde Sängerin und ich mache das, ich werde Hitparadenkönigin, ich gehe meinen Weg. Du warst, was du ja auch alles geworden bist. Ja, das war halt, ich singe seit meinem vierten Lebensjahr. Ich habe dann, was viele nicht wissen, auch eine klassische Ballettausbildung gemacht. Ich habe Akkordeon gelernt 10 Jahre lang. Ich habe dann irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen. Also Musik war immer mein Leben, mein Lebensinhalt. Und mit 7 hatte ich meine allererste Autogrammkarte. Und die habe ich auch dabei. Ach, warte. Was ist sie denn? So runter. Ben, mit wie vielen Jahren hattest du deine erste Autogrammkarte? 34. Genau. Schwarz-weiß. Oh, guck mal, das halten wir jetzt auch noch an die. Das bist du. Das bin ich. Oh. Also, Nicole, ich will damit sagen, damit schließt sich der Kreis. Alles richtig gemacht. Bist schön immer bei dir geblieben. Bodenständig. Hast an dich geglaubt, an die Liebe und an Gott. Und wir glauben an dich und ich freue mich sehr, dass du heute mit Winfried diese 5 Stunden Autofahrt, dass ihr das einfach für uns auf die Schnelle in Kauf genommen habt. Für euch immer schön, gerne. Schön, dass du da bist. Nicole! Danke.